Aussage der Polizei. Echt lange Schlange. Das kommt mir halt wirklich vor, als wären wirklich sehr viel mehr Leute da als letzte Woche. Polizei habe ich fast keine gesichtet. Da drüben an der Kreuzung steht so ein einsamer Streifenwagen. Ne, zwei sogar. Jetzt sind es drei. Ja, aber die haben es natürlich auch nicht nötig hier in Frankenberg an der Eder den Verkehr zu regeln. Wenn sie hier schon die Straßen blockieren, einfach nur Warnblinker, na super. Das geht bestimmt auch anders.
Oh, jetzt. Vielleicht hat sie einer gehört. Die schauen ja auch mal in die Livestreams. Doch mal kurz Blaulicht angemacht, um schnell bei Rot über die Kreuzung zu fahren. Na, die sind schon krass drauf hier in Frankenberg, die Polizei. Zumindest die, die hier jetzt gerade im Einsatz sind. Ah, das geht noch eine ganze Ecke nach da hinten. Was man hier auch mal positiv erwähnen sollte, in Frankenberg ist es nicht so, dass die jede Woche die gleiche Strecke laufen oder so wie vor einigen Wochen, dass die Polizei eine Strecke vorgegeben hat, auch noch über Lautsprecher durchgesagt hat und die Leute sollten dann da langlaufen. Ja, das ist natürlich keine angemeldete Veranstaltung hier, die Leute gehen hier einfach nur spazieren und nehmen auch jedes Mal einen anderen Weg. Ja. Also in jeden Polizeiwagen, den ich jetzt reingeschaut hatte, hatten die Polizisten keine Maske an. Mit Ausnahme von dem Wagen, der die Durchsage gemacht hat, dass man eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen soll. Ich glaube, ich laufe dann doch mal. Ja, geht ja nichts über Spontanität. Aber wir warten trotzdem mal hier ein Momentchen. Damit man auch noch mal ein bisschen besseren Eindruck bekommt, wie viele Menschen hier wirklich mitlaufen. Die Polizei wartet einsam da oben in der Fußgängerzone, aber die Menschen wollen nicht zur Polizei gehen. Die Menschen hier treffen freie Entscheidungen und laufen einfach einen anderen Weg. Thank you.